Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim. So, gucken wir mal, was wir jetzt alles so zusammengetragen haben. Ich habe jetzt hier ein bisschen Zeit verbracht und ein bisschen Fäden gestrickt. Habe jetzt hier auch ein paar Fäden, das heißt, wir nehmen uns jetzt hier mal kurz das Eisen mit. Ja, Rüstung habe ich ja noch dabei. Stiefeln kurz rüber zur Schmiede. Und machen die jetzt halt mal ein bisschen dicker. Kostet aber doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Okay, ist aber schon mal wenigstens Max-Qualität. Dann gucken wir mal, dass wir den Helm noch nachziehen können. Hose wäre schlauer gewesen. Ja, Hose wäre schlauer gewesen. Gut, Faden reicht nicht ganz. Wir haben noch genug Eisen da. Das ist nicht das Problem. So, erstmal Eisen wieder ablegen. Das heißt, wir hätten jetzt eine Brust, die 32 hat. Minus 5 Bewegung, ja, ist genau dasselbe wie sonst. Wir haben zwar keine Resistenz gegen Eis, aber wir können ja hier den Umhang an und für sich behalten. Dementsprechend wechsle ich schon mal aus. Lege ich hier mal mit ab und wechsle hier schon mal die Brust ein. So. Ansonsten, ja, der Helm gibt 30 Rüstung. Na gut, dann setze ich auch schon mal den Helm ab. So. Und dann können wir uns eigentlich komplett anziehen hier. So, habe ich jetzt nochmal ein bisschen mehr Rüstung drin. So, die Frage, ob wir jetzt vielleicht auch mal einen Loks-Umhang basteln. Weil wir haben ja auch ein paar Loks-Pelze. Mal gucken, wie sehen wir da jetzt aus? Boah, das sieht gefährlich aus. Reines Kettenhemd, Alter. Gut, aber gucken wir mal kurz. Wir konnten ja auch schon den Loks-Umhang. Der macht ja auch Resistenz gegen Eis. Kostet Silber. Rüstung 1. Ich denke mal, das wird dann auch Rüstung 4 sein. Hätte denn aber nur ein bisschen mehr Haltbarkeit. Das heißt, ich hätte dann einen braunen Umhang. Weiß aber nicht, irgendwie, ich mag meinen wolfigen Umhang. Bis jetzt so von der Haltbarkeit her hat es auch immer ausgereicht. Sollte aber dennoch einmal auswechseln, damit man dann halt... Na gut, wir haben ja hier auf der Wolfsbrust, hätte ich ja jetzt nochmal Resistenz gegen Eis, falls nochmal irgendwie was wäre, ne? Gut, ich habe jetzt auch mal ein paar Brote gemacht und ähnliches. Jetzt bin ich am überlegen, mal einfach mal ein bisschen auszuwechseln. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen... durchgekocht, weil ich musste ja sowieso ein bisschen warten. Und jetzt drücke ich mir mal das Ganze so rein. Mal sehen, das wäre jetzt alles komplett rein ebenenfressen. Mit köstlichen Leibbrot und ähnlichem. Jetzt lege ich hier nochmal den Rest soweit ab, ja. Und dann gucken wir mal, ob das nicht doch noch ein Stückchen besser wird. Volle Ausdauer auf jeden Fall, Alter. Das nenne ich mal langsam einen Ausdauerbalken und auch der TP-Balken, der kommt langsam richtig hoch. So, wir sind immer noch ein bisschen im Gucken, was wir jetzt dahinter noch machen können. Hammer habe ich repariert, Hammer habe ich repariert. Können wir schon mal durch. Das heißt jetzt mit neuer Ausrüstung. Naja gut, ist noch nicht ganz fertig. Wir müssen halt immer noch mal ein bisschen Flachs und so weiter machen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt doch so teuer ist. Aber gut, dann reißen wir das jetzt einmal ab. Das ist jetzt mein Backdoor. So. Und dann laufen wir jetzt mal los. Wir haben ja noch ein bisschen was zu erkunden hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Schwarzmetall. Aber so wie es aussieht, gefällt mir das schon mal ganz gut. Von der Life her. Wir haben ja jetzt schon 100 Life. Und sieht aus, als wenn wir die 200er Marke knacken, wa? Wäre zu faul, das auszurechnen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, das auszurechnen. Jetzt nehmen wir nochmal das hier mit. Moltebeeren sollte ich unterwegs auch mal ein paar jetzt langsam einstecken. So. Wenn wir dann halt voll sind, dann... okay. Aber auch die Moltebeeren werden immer wichtiger. Eieiei. Oh, gleich zu zweit. Da pieksen sie mich zu zweit hier. Die wollen nicht, dass ich die Moltebeeren mitnehme. Na komm. Batz. Und Batz. Bin ich wieder bei 100. Naja. So, Moltebeeren nochmal ein bisschen mitnehmen hier. Batzi, Batz.
Moltbeeren gehen ja eigentlich auch relativ easy, mal welche mitzunehmen. Also so viele Sträucher, wie ich jetzt so zwischendrin hier immer mal gesehen haben. Aber immer mal mitnehmen, passt. Mal kurz drüber. Wir müssen halt noch viele Ressourcen hier mitnehmen. Und ich sollte das jetzt auch nicht so verschmähen, weil wir haben jetzt... Na gut, wir sind schon wieder bei 31. Ich brauchte jetzt nicht allzu viel, aber... Oh, 160, ne? Fast 200. Fast 200. Live. Ja, nicht... Oh. Ah, da oben... Oh, da haben wir sogar noch... das können wir sogar noch zum Einsturz bringen. Da hinten haben wir auch wieder einen riesigen Stein. Das sieht doch ganz gut aus. Ganz lecky schmecky. Ich glaube, dann nehme ich mir die Steine dann einmal mit. Huh? So. Zack, haben wir schon mal den ersten. Wo willst du denn hin, mein kleiner Pooling? So. Ihr hängt da ein bisschen fest. Na gut. Oh, jetzt sogar einen Stern. Na gut. Soll ich mal was ausprobieren? Ich bin jetzt mal arschig. Krieg ich das Ding mit meinem riesigen Hammer zum Fallen? Müsste ich ja eigentlich, weil ich mache ja eigentlich genug Hau und Schaden. Muss mir ja nur hier reinstellen. Und das bricht immer weiter runter. Na, das passt doch. Na, kommt mal runter hier. Ah, die kriegen keinen Fallschaden. Wäre ich da oben runtergekracht, oder denn? Hätte ich aber richtig Probleme gekriegt. So, haben wir alle? Sieht ganz gut aus. Klappt also so auch ganz gut. Ich könnte mich einfach unten mit dem Hammer reinstellen und dann gib ihm, ne? So. Ah, mit der neuen Rüstung fühlt man sich schon wieder ein bisschen sicherer. Könnte man hier noch den Rest weghacken, ja, aber ganz ehrlich, wir hauen uns jetzt erstmal eine Werkbank hier hin. Dann einmal hier ein kleines Portalchen und du darfst auch gleich mit. Ist ja kein Problem. So, jetzt einmal hier Lager. Sind wir so viel mit, wie wir hier schon schleppen können. Muss ich nur hier einmal das Schwarzmetall zur Seite packen. Und dann haben wir jetzt hier gleich nochmal ein paar Steine für nebenbei gemacht. Warum denn nicht? So, mehr passt jetzt nicht rein. Oh, ich habe schon wieder irgendwo... ein Schwarzmetall habe ich wieder aufgesaugt. Gut, bringen wir das erstmal nach Hause. Ich sollte vielleicht auch schon mal das Lager von hier oben... jetzt auch schon mal ins Lager reinstellen, damit es auch wirklich im Lager steht. Weiß nicht, kann ich das einfach so schon mitnehmen? Möglich. Na, sieht gut aus. Oh, der Ausdauerbalken gefällt. Der Ausdauerbalken gefällt, aber ich sehe gerade... Ach, das Ding hält sogar 30 Minuten die Fleischpastete. Ja gut, 182 Essen, also live, ja, schmeckt sogar sehr gut. Einmal kurz 50 Steine beiseite legen hier. So. Ihr blubbelt das immer so schön. Jetzt bauen wir erstmal das Portal mit dem Lager wieder auf. Haben wir eigentlich sogar Platz für zwei, ne? Ich wollte gerade sagen, sag mir nicht, dass das da nicht reinpasst.
Das wäre jetzt echt schade gewesen. Ich mach's jetzt erstmal mittig. So, Lager, dann brauchen wir auch nicht immer so weit laufen. Müsste sich eigentlich connecten, ja. So, da kriegen wir schon mal das rein. Das kommt auch da unten rein. Das auch. Hier haben wir dann nochmal das normale Holz, das Edelholz, das normale Holz. Und irgendwo hatte ich schon mal angefangen, so ein bisschen die Steine hier rein zu krümeln. Steine brauchen wir ja eh. So, und jetzt können wir ja statt da hinten einfach hier durch. Und dann wird sich das schon mal verlagern. Das einzige Schlimme ist jetzt an und für sich das Schwarzmetall erstmal sammeln. Und das müssen wir ja dann per Schifftransport besorgen. Ist ja quasi das einzige Schlimme, was wir machen müssen. Aber, so. Das können wir hier schon mal alle einmal mitnehmen. Na komm. Einmal nochmal schön mit dem Hammer den Rest wegklüpseln. Weil wir es können. Gut. Jetzt sieht es so richtig aus. Richtig schön leer. Ich glaube, sowas mache ich dann öfters jetzt mal. Jetzt legen wir hier nochmal das Schwarz damit rüber. Und bringen mal kurz die Steine nach Hause. Und for free ein paar Steinchen. Ich glaube, so sollten wir dann jetzt halt auch mal weiterverfahren. Sollte mit am ehesten passen. So, hier einmal die Steinchen wieder rein. Ein paar Steinchen und ein bisschen Holz wieder zum Bauen. Oder zum Verbrennen. Einmal kurz Kaching machen. Und dann hat es ja eigentlich schon mal ganz gut gepasst. Haben wir uns jetzt nochmal ein paar Steinchen geholt. Und nur gucken, wie schwer wir jetzt schon mittlerweile sind mit dem Schwarzmetall. Nicht allzu schwer. Gut, dann können wir hier das alles wieder abreißen. Und wieder Portal to go. Ne? Und so. Bin ich am Überlegen. Ja, es ist halt eigentlich nur düster, weil ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist. Ebene ist momentan interessanter. Das Aufdecken, das können wir auch später nochmal machen, wenn ich wieder Blaubeeren suche oder sowas in der Richtung. Aber guck mal, selbst da hinten sehe ich einen riesigen Stein, der nur darauf wartet, zu Fall gebracht zu werden. Na, man sieht ihn so ganz klein bisschen. So ein ganz klein bisschen. Haben wir da überhaupt... Oh! Lass mich doch erstmal Waffe ziehen hier. Schlimm. Na, die Ebene hier ist richtig schön groß. Wo hatten wir eigentlich unseren Boss? Der wäre da irgendwo. Na, gehen wir aber erstmal hier lang. Gucken wir mal, was wir hier jetzt noch so Schönes finden. Außer Regen. Weil Regen haben wir ja irgendwie immer. Man merkt, ich habe schon lange keine Erkundungstouren mehr hier so durch die Gegenden gemacht. Da gewöhnt man sich so das eine oder andere mal wieder an. So. Dein Metall her. Genauso wie du. Dein Metall her. Ich gucke jetzt auch gerade noch, ob wir irgendwo noch was anderes haben hier. Oh, da ist noch einer. Komm her. Wir werden sehr, sehr viel Schwarzmetall noch brauchen. Also jedes bisschen zählt und so. Oh, 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 oh. Hat er mich schon erwischt? Ich habe es zu spät mitgekriegt. Komm, er darf mich jetzt nicht nochmal erwischen. Hat er aber nochmal. Ich ihn jetzt aber auch. Böser Terblob. So, da hinten haben wir noch einen. Pull ich ihn mir mal.
Natürlich zu spät. Schnell wechseln. Na, 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 na. Diagonal laufen und ran da. Ah, dieser Knockback. Alter. Jetzt lass mich ran da. Gut. Warte mal kurz das Gift ein bisschen ab. Passt. Haben wir hier noch einen Blob? An den Teer kam ich sogar ran. Sehr schön. Hier. Ja, hey ha. Nochmal ein bisschen Teer. Sieht doch ganz gut aus. Kam bis jetzt an allen Teer ran. Wollen wir es mal kurz Gaudi markieren hier. Machen wir hier mal kurz einen Punkt. Haben wir ja doch ein paar Teergruben hier. Das gefällt mir. Ich glaube, die sind ein bisschen... Naja, an die komme ich teilweise ran. Okay. Auch wenn es ein bisschen matschig war, aber ist okay. Gut, gehen wir mal ein bisschen hier rüber. Ich sehe schon Moskito. Na, komm mal her, mein kleiner Moskito. Komm zum lieben Turtle. Bist einfach eiskalt mitgenommen. So sieht's aus. So, was sagen wir? 16. Aber wenn wir 30 haben, müssen wir langsam den Rückzug antreten. So, den Rest, den kriegen wir ja dann hier eigentlich immer schön wieder ins Lager. Ach, da kommt ja gleich noch einer. Da pflückt man hier mal 2, 3 Bären und dann kommen sie gleich an hier. So. Da ist man hier nur mal ein bisschen am Sammeln. Ich höre schon wieder irgendwo ein Moskito. Bzz, 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 bzz. Hab ich dich aber noch erwischt? Das ist doch schon eine relativ große Insel hier. Zumal das ist eigentlich die Insel des Uralten, ne? Unsere Arena ist hier, es ist fast alles hier. Da hinten haben wir sogar... Ist das der Sumpf? Ne, da hinten ist ein neuer Sumpf. Ich sehe sogar einen Sumpf von Weitem. So wie es aussieht, haben wir da auch nochmal ein Dorf. In dem Dorf könnten wir uns dann halt auch mal den Rest holen. So, hier nehmen wir uns nochmal ein paar Bären mit. Können Blaubeeren nicht auch so viel im Düsterwald drinne sein? Wenn wir irgendwas aus Blaubeeren machen müssen, dann sucht man sich immer zu Tode. Aber gut, es wird langsam Nacht, es ist, ja, Sonne geht fast unter, Regen haben wir noch. Das heißt, ich mache mir jetzt hier einmal kurz... Oh, machen wir mal ungefähr hier so hin. Das sollte eigentlich ausreichen. Schon mal eine Verbindung zum Lager erstellen. So. Und dann schmeiße ich das erstmal kurz weg, damit wir hier durch können. Wunderbar, passt. Können wir einmal kurz leer räumen, nochmal schlafen gehen und dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen Remi-Demi machen. Ich werde aber nochmal gucken, ob ich nicht vielleicht doch nochmal... Na gut, Moltebeeren haben sich gut wieder angesammelt. Das war jetzt noch nicht mal wirklich viel zu sammeln. Aber nur ein bisschen durchlaufen. So, wie gesagt, Moltebeeren finde ich klasse zu sammeln. Jetzt machen wir aber nochmal kurz was anderes. Wir gehen jetzt nochmal kurz gucken, was das Flachs macht. Ob das schon wieder erntebar ist. Das hört sich jedes Mal gefährlich an, wenn ich hierher porte. Ne, hier haben wir nochmal 25 und jetzt haben wir nochmal 50. Und wie sieht's hier aus? Hä?
Wenn ich noch Säcke rauskommen müssen. Oh, aber Flachs ist auch noch nicht fertig. Yes, ist auch noch nicht fertig. Es fehlen Säcke. Ich habe ja doch noch Gerstensäcke reingeschmissen. Leer. Ist aber noch nicht leer gemacht. Egal. Gut. Könnte sein, dass das jetzt weg war, weil wir jetzt nicht da waren. Doof, aber was will ich machen? Gut, jetzt können wir aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen die Rüstung weiter aufbessern. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Hier haben wir noch das Eisen. Mit der Gewalt, was ich tragen kann, sollte das passen. So, einmal kurz reparieren und dann aufwerten. Machen wir erstmal den Helm fertig oder machen wir jetzt die Hose, weil die Hose gibt ja immer zwei. Ne, komm, Helm. Helm bringt's auch. Machen wir Helm fertig und hier jetzt den Rest rein. Mehr habe ich leider nicht. Na gut, schade. So. Aber nochmal zwei Rüstungspunkte mehr. Oder eher gesagt vier mehr. Und dann müssen wir hier nachher auch unbedingt gucken, dass hier unbedingt anständiges Licht reinkommt. Gut, mehr Frieden habe ich nicht. Auch in der Schmiede. Ich wollte gerade sagen, auch in der Schmiede brennt nichts mehr. Aber nee, das ist nur durch den Nebel so dunkel. Das ist in letzter Zeit so neblig in Valheim geworden. Zumal auch so häufig neblig. Liegt das jetzt daran, dass wir jetzt die große Mutti gemacht hatten? Oder woran liegt das? Dass das jetzt in letzter Zeit ständig neblig wird. Na gut, jetzt ist Nebel wenigstens verflogen. Wunderbar. Na, dann gucken wir mal, wie viele Pfeile habe ich noch? 42, das dürfte passen. Dann gehen wir jetzt mal gucken, was wir da hinten so zusammengetrommelt kriegen. Das Portal wird dann, denke ich mal, sowieso eine Weile da stehen. So, und dann wollen wir mal gucken. Ich stelle mich mal da hinten auf den Berg. Nee, auf den Berg sollte ich mich nicht drauf stellen. So. Das hat schon mal ganz gut gesessen. Gut, der ist kein Stern. So, haben wir schon mal den ersten. Ah, zu langsam. So. Aber die Rüstung tankt schon mal ein bisschen mehr. Was so vier Punkte hier wirklich ausrichten können. Wenn man sonst immer so sagt, so vier Punkte ist doch gar nichts. Aber hier machen vier Punkte viel aus. Man merkt ab und zu wirklich den Unterschied. So, jetzt holen wir uns den anderen Decken. Gut, auch dieser ist nicht... wirklich schlimm. Oh oh. Ja, genau deswegen. Oh, keine Ausdauer mehr. Aber anständig pariert und dann klappt das auch mit den Dicken. So, Dicke haben wir jetzt vom Weiten sehend keine mehr. Trotzdem gehen wir langsam ran. Da ist noch ein normaler Goblin. Normaler Goblin mit der Fackel, mit der Fackel. Da ist auch ein Schamane zwischen. Beim Schaman muss ich aufpassen. Ah gut, ersten wieder gepult. Sehr schön. Komm, komm. Daneben. So, nächster Gobo, komm her, hier.
Zack. So, er pumpt sich jetzt auf. Das heißt, wir stürmen. Oh, oh, oh. Na, sind halt viele. Gut, einmal kurz ein bisschen im Kreis laufen hier. Schon mal einen Trank nehmen. Nächsten raus. Ah, mit dem ein bisschen kiten geht, dann geht das. Ja, oh. Wollt ihr denn hin? Von hinten. Auch noch anzündend. Au. Ja, mit dem Speer muss weg. So. Ich komme auf mein Schwarzmetall. Wir haben schon 20. Legen wir jetzt hier auch nochmal mit zu. Jetzt sammeln wir hier nochmal alles ein. Eigentlich sogar recht risky, wie ich jetzt hier rumlaufe. Mit nur 3 Minuten Brot noch und so. So, das Flachs, das kann ich eher besser gebrauchen. Jetzt sag mir nicht, dass es jetzt schon wieder nebelig wird. Ist das euer Ernst? Sind das hier die Schamanen oder was ist das hier? Gut, ich werde jetzt mal kein Risiko eingehen. Ich werde jetzt schon mal essen. Das hier nehmen wir alles mit. Die Gerste gönne ich mir auch nochmal. Können wir besser gebrauchen. Das nehmen wir auch mit. Wer hat dich hier getötet? Ich weiß, wer das war. Und schon gleich bombenmäßige Stimmung. Oh, Alter, das ist so nervig bei euch. So. Aber jetzt weiß ich ja wenigstens, wer euch umbringt. So. Gehen wir hier nochmal rein. Ich höre noch irgendwo einen Blob, aber ich sehe schon wieder nichts. Ja, wenn es zu spät ist. Ne? Wenn es zu spät ist. Sind sogar 2 Blobs noch. Ich komme an dich noch ran. Du brauchst mich nicht versuchen wegzuschleudern hier. Du kleiner Schleim, du. So, dann nehmen wir hier nochmal kurz die Gerste mit. Zack, zack, zack. Jetzt nochmal ein bisschen Teer hier gemacht. Nochmal ein bisschen Gerste. Hier noch ein Schleimblob. Dann in der Mitte, ne? Ja, aber ich komme da nicht rein zu dir. Komm raus. Ah, komm raus, los. Crouch auf mich zu. Lass ich noch einmal spucken. Und jetzt haben wir dich. So. Gut. Guck ich nochmal, ob nicht das noch hier irgendwo was ist. Ne, hier ist jetzt kein Schleimblob mehr. Das heißt, auch hier merken wir uns vor. Eine kleine Teergrube. So, da sehe ich was, was mich gleich anfliegt. Ey, du siehst halt schon wieder gar nichts. Irgendwo da hinten ist halt irgendwo Sumpf. Aber ansonsten sehe ich halt schon wieder nichts mehr. Gut, nehmen wir uns hier jetzt nochmal ein paar Moltebeeren mit. Haben ist besser als brauchen.
schlucken die jetzt auch nicht an meinem restlichen Gewicht. Wir müssen ja jetzt sowieso langsam, glaube ich, schon zurück, ne? Dürften jetzt knapp über 30 sein. Das heißt, wir legen das jetzt einmal nochmal zu Hause dann ab und dann laufen wir einmal kurz den langen Weg zurück. Lass aber das Portal hier stehen, dann könnten wir hier von hier aus gleich starten. Gucken wir mal. Ja, du trägst zu viel, das war mir klar. Also, das sind sogar mehr als, das ist grundsätzlich ein bisschen zu viel. Das sind sogar 35. Na gut, wir müssten dann den einen Stapel teilen auf 5 runter. Dann sind wir, glaube ich, gerade so bei 450. Wollen wir mal schauen. Das heißt, ich schmeiße jetzt hier mal kurz ab. Falls es da noch irgendwie reinpasst. Nicht mehr so wirklich. Und hier ist auch Holz schon voll. Meine erste Holzkiste. Komm, dann darfst du jetzt hier erstmal Platz nehmen. Weil ich möchte jetzt das Essen noch genießen, was wir jetzt reingedrückt haben. Nehmen wir jetzt einmal straight up. Das schon mal umlagern. Weil wir müssen ja jetzt hier einmal wieder durch die ganze Ebene laufen. Das heißt, wir schmeißen hier nochmal 10 ab. Oh. Wir schmeißen mal nur 3 ab. Schmeißen wir nochmal 2 ab. Nochmal 2. Nochmal einen. Ich habe meine Fishwraps weggepackt, ne? Würde das... Es geht so auf. Okay, 37 kriege ich sogar mit. Auch wenn ich jetzt einen Trank gewastet habe. Das ist es mir jetzt wert. Jetzt einmal fix wieder zurück. Ohne viel zu kämpfen. Aber so wie ich das Spiel kenne, jetzt heißt es sowieso gleich wieder. Du wirst gejagt. Aber nicht von einem Moskito. Sondern, keine Ahnung, du hast im Kessel gerührt oder sowas, kommt gleich bestimmt wieder. Hey, laufen ist mal wieder 96. Muss vorsichtig sein. Man, gut, dass ich die jetzt markiert habe, das heißt, ich weiß so ungefähr, wo ich hinlaufen muss. Weil durch den Nebel sehe ich ehrlich gesagt nicht viel. Ja, siehst du, jetzt bin ich auch eher zum Meer gelaufen. Ich muss mir oben von der Karte auslaufen. So. Gut, ich sehe da einen und zweiten. Problem ist, wenn ich mit euch ständig jetzt fighte, ich kann euer Zeug jetzt sowieso gerade nicht mitnehmen. Da sind nochmal Lochse, die wollen wir auch nicht haben. Wir laufen einfach weiter, 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 weiter. So. Einfach laufen, laufen, laufen. Ne? Ist noch ein weiter, weiter Weg. Ein sehr, sehr weiter Weg. Ne? Aber gleich haben wir es ja geschafft. Das sind nochmal Lochse. Wobei die jetzt mehr auch ein bisschen weniger drücken sollten, ne? Ich muss mal wirklich überlegen, ob ich nicht einen Loks-Umhang mehr mache. Einfach nur zum Skin der Rüstung so. Ebenen approved oder sowas in der Richtung. Da fehlt ja jetzt auch nicht mehr viel. Wir haben jetzt noch 2 Stufen der Hose. Das wird nochmal viele Fäden kosten, ja. Okay, nicht so schlimm. Aber ansonsten sehe ich das Ganze eher entspannt. Das kommt ja so nebenbei. Wenn man nebenbei jetzt die Gerste immer mal wieder abholt,
Da wird man irgendwann genug Nadel und Faden haben. Da sind es eher diese riesigen Laufwege, die ich mir jetzt hier antue. Weil das ist schon ein ordentliches Stückchen. Aber gut, es lohnt sich ja, ne? Ich hoffe ja, dass wirklich in den Häusern hier hinten dann wieder was nachspawnt, dass man dann halt nicht allzu weit laufen muss. Wäre halt schon cool. Aber mal gucken. So, alle Hubs und alle Hubs. Na, ist ja schon gleich zu Hause hier. Bin ich echt am Überlegen, sogar nochmal wieder auf den Laufball umzusetzen. Gerade für solche Strecken. Wäre, glaube ich, ein bisschen schlauer als jetzt Dev. Na gut, Dev. Solange ich jetzt das gute Essen so drin habe. Wollen wir mal überlegen. So, aber gut. Boah, das sieht doch langsam recht anständig aus, was wir schon gesammelt haben. Da können wir auf jeden Fall schon mal wieder ordentlich was bei raus sammeln. Das passt. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.